Herzlich willkommen von der Familie Kremmel, von Benny Kremmel, ein alter Freund und ein alter Bekannter. Ich möchte euch gerne sein Projekt vorstellen, also was wirklich Einzigartiges. Er wird uns dann ein paar Details, ein paar Infos geben zu gewissen Themen, wo ich beigetragen habe, kann ich auch ein bisschen was dazu erzählen. Ja, der Herr Kameramann, wenn Sie ein bisschen näher kommen, wäre ein bisschen netter. Wir wollen ja Ihnen das Auto vorführen. Ja, der Gulasch Adam ist auch stark an der Kamera. Nicht nur am Schrauber. Ja, lieber Benny, erklär uns, was du hast denn da alles gemacht? Also, gestartet war, haben wir mit einer originalen Karosserie. Eingebaut war nur der Käfig, die Sicherheitszelle. Der Rest, also alles, was man so sieht, ist Eigenbau. Die Verbreiterungen, die Schürze vorne, das Dach aus Carbon, die Gewichtsreduzierung, der Motor. Kein 5-Zylinder, also sondern V6 Turbo auf Quattro-Getriebe, 580 PS. Ja, und das Ganze hat ungefähr 1200 Kilo, vielleicht ein bisschen mehr. Also das ganz, ganz besondere, Leute, ihr könnt euch das nicht vorstellen, dieser junge Mann ist tätig als Maschinenmechaniker in einer großen Industriefirma, die Namen wollen wir jetzt nicht nehmen, das ist irrelevant, aber das Geile ist das, hey, schaut mal hin, wie er die Karosserie selber verbreitert hat. Also das alleine, das ist ein Kunstwerk. Stellt euch vor, ich kenne viele Autospender, die das nicht so hinbekommen. Und da verneige ich mich, Chapeau. Ja, man sieht hier gut, wie viel es breiter geworden ist, die Karosserie. Ja. Ungefähr Serie hier. Was sind das in Zentimeter, circa Pi mal Daumen? Also mindestens 6 pro Seite, wenn nicht sogar 8. Also ich schätze ja 8 bis 10. Ja, 6 ist 8, da! Eher 8 cm, ja. Man sieht hier eine Handbreite oder mehr. Ja, natürlich hinten das Heck. Wasserkühlung. Und Benzintank. Damit das Gewicht mittiger ist, ausgeglichener. Zu der geilen Frittendecke kann ich euch eine interessante Geschichte erzählen. Da ist eine bekannte holländische Motorsportfirma. Ich und der Benny haben dort die Frittendecke anfertigen lassen. Wie wir Pech haben, wir bekommen das Teil und das Teil war verbogen. Ja, oder verformt oder gerissen. Ja, ich und Benny genau, natürlich ja. Enttäuscht, haben wir es zurückgeschickt. Und was macht der liebe Benny? Er baut sich ein eigenes. Ja. Also Eigenbau. Also das und es ist stabiler. Und es ist stabiler. Und das alleine ist schon einzigartig, was du da alles umsetzt. Hinten die zwei Lüfter und alles. Also. Ja. Mit dem integrierten Heckdiffuser. Die Auspuffanlage im Heck. Also nicht unterm Auto, sondern den Topf im Heck eingebaut. Lieber Benny, erzähl uns ein bisschen was über die Technik. Was ist denn das genau vom Motor, den du verbaut hast? Der Motor ist ein 2,8 Liter V6, Golf 4, 24 Ventiler, 300er BorgWarner Lader, Eigenbau, Ansaugbrücke, Abgaskrümmer. Ja. Kurz knapp 600 PS bei 1,5 bar mit Reserve. Also sozusagen du hast das alles selber angefertigt. Alles Eigenbau, genau. Eigenbau. Die ganze Front, die Kasten, die Schürze, die Ladeluftverrohrung, alles Eigenbau. Ist das ein Grund, warum du den 6-Zylinder ausgesucht hast, weil du davor einen R32 Turbo umgebaut hast? Ja, genau, den habe ich immer noch. Selber Motortyp für beide Autos. Besser von der Erfahrung. Also wie schon gesagt, das ist nicht sein erstes Projekt. Der hat einen R32 Turbo aufgebaut, einen Vierer, den er in den Alltag bewegt. Und siehe da, allein schon das, es ist wirklich einzigartig. Alles wirklich handmade.
Wenn ich jetzt mal eine Anfrage. Wir hatten die Ehre, den Benny ein KWV3 anzufertigen mit Anpassung auf das Achsgewicht mit den Federn. Wie zufrieden bist du? Perfekt. Kannst du das kurz in Worte beschreiben zu dieser Arbeit, wo wir für dich geleistet haben? Ja, normal wird der Dämpfer in die originale Halterung geschoben. Das ist hier sein Stück gefertigt. Ist von der Montage halt besser, hält viel mehr, rostet nicht. Und ich habe ja die Achsen alles auch selbst gebaut. In Kombination viel besser. Viel besser. Also es war uns eine Ehre, dass wir mit dem Fahrwerk beitragen dürfen zu diesem Fahrzeug. Fahrwerke, Leute, wisst ihr, das ist unsere Spezialität. Und dieses Auto, da bekomme ich richtig Gänsehaut, weil ich da mit dem Fahrwerk, mit dem KW-Fahrwerk, einen Teil dazu beitreten habe können. Beim R230, glaube ich, war schon zufrieden mit dem Klappsport. Ja, wurde sich nochmal eine Stufe super höher. Fahrwerke. Ja. Wenn du uns kurz erlaubst, wenn du mal startest, wenn wir mal den Klang ein bisschen hören dürften. Und der Innenraum, Leute, der ist wirklich pervers, der ist wirklich einzigartig, alles, auch wirklich alles in Handarbeit. Und das ist ein Erlebnis. Kann man noch die Oberflächen durchschalten? Verschiedene Werte anzeigen lassen. Hier die Drosselklappe, die Beschleunigungswerte, Querkräfte, Öl, Wasser, Öldruck. Lassen wegen unserer Arbeitskleidung. Ich natürlich im Jugostein, Jogginghose, Arbeitskleidung, in seiner österreichischen Arbeitskleidung. Und ich muss sagen, ich glaube, du hast das Ganze von deinem Vater geerbt. Schade, dass dein Vater nicht von der Kamera wollte. Also der Typ ist wirklich ein Motorsport-Trick. Er traut sich nicht. Ja. Er stand nämlich dahinter. Der Herr ist knapp 60 und schaut, was der für eine Rennmaschine fährt. Eine R1. Ja. Das ist wirklich geil. Also, Benni, ich glaube, der Motorsport wurde dir schon in der Wiege gelenkt. Ja, auf jeden Fall, ja. Also richtig geil. Möchtest du dich zum kurz noch bei der Verabschiedung auch bei gewissen Menschen verdanken? Auf jeden Fall beim DM, mit seiner Firma S11. Ich habe Unterstützung gekriegt für Procharged, der Siegel und der Daniel haben wir geholfen, Kabelbaum. Kfz Baulitsch auf jeden Fall, die haben mir damals die Originalkarosserie verkauft. Ja, KW, über den Dern bezogen. Ansonsten, ja, wer war noch dabei? Das waren eigentlich so die wichtigsten. Mein Vater sowieso. Der Vater traut sich leider nicht in die Kamera. Ja, der Vater, Weltklasse. Er unterstützt mich mit
in der Arbeit, das ist schon viel wert. Also möchte auf jeden Fall Danke sagen. Und worauf wir alle stolz sein können, dieses Auto wird in Vorarlberg gebaut. Und es waren Vorarlberger Firmen dran, wie ProCharge, KFC, Paulitsch. Ja, du. Ich zum Beispiel und der liebe Papa, der leider nicht vor der Kamera will. Der ist wirklich ein geiler Freak. Ja, im positiven Sinne gemeint. Ja, der Papa ist cool. In diesem Sinne. Demnächst werden ich und Benny ein Treffen besuchen. Ja. Vielleicht trifft man sich der ein oder andere bekannte Gesicht, da würden wir uns freuen. Und über das ein oder andere Feedback. In diesem Sinne, viel Spaß beim Zuschauen. Danke, tschüss.